Freunde des guten Geschmacks. Ein weiteres Mal heiße ich euch herzlich willkommen zum Imker ist mir wahr. Heute machen wir Burger, aber nicht Burger, wie ihn jeder kennt, sondern anders. MKS-mäßig anders. Ich möchte euch zeigen, dass die alte Struktur eines Burgers Brötchen, Beef, Brötchen einfach nicht sein müssen. Da gibt es tolle Ideen, wie man das auch anders machen kann. Schnell, einfach, frisch, mit ehrlichen Zutaten, grundsolide. Ich zeige euch jetzt das Foto, obwohl das noch nicht ganz zu Ende ist, denn wenn es zu Ende wäre, wäre das Bild nichts aussagend. Aber gucken wir uns das erstmal das Bild an. Ja, so ungefähr sieht es denn fast am Ende aus. Wir werden das ja dann alles gleich zusammen machen und wir werden uns das anschauen. Und machen wir wie immer einen Blick mal auf die Zutaten. Wir haben hier, denn es wird ja eine Art, nicht eine Art, es wird ein gefülltes Salatblatt. Das habe ich, glaube ich, oben auch so reingeschrieben. Wir haben hier Lollo Bianco, wir haben frische Petersilie, frischen Thymian. Wir brauchen ein bisschen Salatgurke, ein, zwei Tomaten, Zwiebel, Ei. Frühstück Speck zu diesem Rezept. Ich habe hier Putenbrust, Toastbrot, da werde ich frisches Paniermehl wieder draus machen. Wir machen uns mit dem Ei, dem Dijon-Senf und dem Öl eine frische Mayonnaise. Das passt super, super toll dazu. Salz, Pfeffer und Fenchelsamen. Und wie immer, los geht's! Zip, zap, schniepel ab. Wir machen uns als erstes fangen wir mit dem Hackfleisch an. Ich habe mich heute bewusst für Geflügel entschieden, um euch einfach mal auch zu zeigen, dass das Hack nicht unbedingt immer Beef sein muss. Das kann auch was anderes sein. Ihr könnt natürlich zum Fleischer gehen bei euch im Supermarkt und sagen, hey, mach mir mal zwei Putenbrust fertig, lass die mir mal durch, dann ist das kein Problem. Ihr kennt mich, ich hack das immer ganz gern selber und genau das mache ich jetzt. Und zwar, indem ich die mir einfach in Streifen schneide. Die Streifen werde ich dann wiederum fein schneiden. Und diese wiederum werde ich dann ganz fein hacken. Und zack, das werde ich dann einmal noch mal kurz durchhacken, habe ich dann Hackfleisch aus dem Geflügel. Und das gleiche mache ich mit meinem Panierbrot, frischen Panierbrot, das ist ganz wichtig, dass ihr das macht, aus etwas älteren Toastscheiben. Waren drei Scheiben, wie ihr es ja gesehen habt. Das macht das Hack natürlich weicher, fluffiger. Wenn wir das nicht nehmen würden, dann würde der Burger ja ganz schön hart werden. Das ist genauso wie bei einer Frikadelle, denn im Endeffekt nichts anderes ist es ja. Das war das. Als nächstes nehmen wir uns Speck. Speck machen wir in diesem Fall deswegen, weil das Geflügelfleisch an sich ja sehr, ja, ich möchte schon fast sagen, trocken ist. Es hat nicht so einen hohen Fettanteil. Das gleichen wir mit dem Speck aus und geben gleichzeitig eine wunderschöne Rauchnote mit rein. Also in Würfel und rein damit. Der ist sehr dünn. Da ist das gar nicht so einfach. Als nächstes werden wir Zwiebelwürfel mit reinmachen. Ich wollte eigentlich rote Zwiebeln kaufen, habe aber keine bekommen. Darum tun es jetzt auch die ganz normalen Zwiebeln. Die roten hätten natürlich einen wunderschönen Ausgleich, weil sie feiner und doch süßlicher im Geschmack wären als die normale Zwiebel. Im Kontrast zu dem rauchigen Speck. Aber in diesem Fall reicht auch das.
Ich habe jetzt sogar 3 Zwiebeln genommen, weil die so klein waren. Und auf diese Menge bei 2 Putenbrüstchen. Die 2 Putenbrüstchen hatten locker 500 Gramm. Dann hatten wir hier 3 Scheiben Toastbrot. Ein Paket von dem Speck. Wir werden jetzt auch ein Ei hinzufügen. Na, und siehst du, bei der Menge mache ich sogar noch ein Ei mehr. Dann kommt hinzu Fenchelsamen. Und alle, die sagen, ich mag kein Anis, das hat nicht mehr viel mit dem ursprünglichen Fenchel zu tun. Und in diesem Fall kann ich euch nur ans Herz legen für Geflügelgerichte, benutzt mal Fenchelsamen. Die lieben sich. Genauso wie Majoran und Kartoffeln gut zueinander passen, passt Fenchelsamen, wenn der dann angeröstet wird, zum Beispiel in der Pfanne beim Putensteak, oh, ganz, ganz toll. Das gibt einen ganz eigenen Geschmack. Und genau darum tun wir das hier auch rein. Ich werde das ordentlich würzen. Auch wenn das frisch ist, sehe ich davon ab, das zu probieren. Ich mache das jetzt also nach Gefühl. Man kennt sich ja so ein bisschen aus. Kann ruhig ein bisschen stärker gewürzt sein. Und jetzt haben wir also Salz, Pfeffer, 2 Eier noch reingetan, den Fenchelsamen. Und zu guter Letzt frischen Thymian. Das passt natürlich auch richtig toll da rein. Und hier mache ich es mir diesmal ganz einfach. Ich habe einfach nur die feinen Spitzen genommen und die werde ich einmal mit diesen kleinen Stängeln da durchhacken. Das macht überhaupt nichts. Hauptsache, wir nehmen frische Kräuter. Warum? Habt ihr ja in der allerersten Folge gesehen, warum frische Kräuter so wichtig sind. In meiner ersten Folge, ich glaube, die Einführung, auch wenn sie sehr lang ist. Und wer die noch nicht gesehen hat, dann spult bitte einfach vor, bis es denn zu den Erklärungen mit den Kräutern kommt. Danach geht es auch nochmal zu Salz, bin ich der Meinung, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Hört euch das nochmal bitte an. Denn der Geschmack eines frischen Krautes ist natürlich nur die eine Sache, aber die Inhaltsstoffe sind die anderen Sachen und das ist eigentlich für mich der viel wichtigere Punkt. Jetzt werden wir das Ganze vermengen. Jetzt habe ich doch glatt in den Zutaten oder in der Auflistung der Zutaten den Parmesan vergessen. Wir machen auch Parmesan mit rein. Das rundet die ganze Geschichte ab, gibt dem Hack nochmal einen richtig schönen, ja, wie ich es gerade gesagt habe, einen wunderschönen runden Geschmack, einen schönen käsigen Geschmack auch noch mit rein. Beim Burger können wir den Käse oben drauf machen. Natürlich, obwohl es jetzt mal dahingestellt ist, was für ein Käse, können wir eine Vielzahl von Sorten machen. Oder wir machen einfach in diesem Fall ein bisschen Parmesan in das Hack mit rein. Und fertig ist die Masse. Das ging noch ganz schnell. Und jetzt werden wir uns einfach aus der Masse gleichmäßig große kleine Burgerformen oder Frikadellen. Je nachdem, wie ihr es möchtet. Macht euch dabei die Hände ein bisschen nass, dann geht das umso besser. Ich lasse die Burger jetzt einen kleinen Moment ruhen und mache jetzt eine frische Mayonnaise. Wer einmal eine frische Mayonnaise gemacht hat, so sagt man ja immer, der wird nie wieder eine gekaufte machen. Und das hat seinen Grund. Es ist was komplett anderes. Die Mayonnaise aus dem Glas ist kein Vergleich in dem, wenn man sie frisch macht. Und das geht so schnell und so einfach. Ich werde einfach ein Ei nehmen in einem etwas schmaleren und höheren Gefäß. Damit geht es wunderbar und zwar dann mit einem Turbo. Ich werde jetzt in diesem Fall, was zu einer Mayonnaise vom Anfang an nicht unbedingt mit zugehört, auch ein Teelöffel Senf hinzutun.
weil das in diesem Fall sehr gut zu unserem Burger passt. Ich werde frisches Salz mit hineintun und Pfeffer. Das haben wir alles da drinnen. Und jetzt werde ich einfach mit dem Mixer reinhalten, das Ganze vermengen und langsam das Öl reinträufeln lassen. Der gute Tim hat uns mal gezeigt, oder dadurch wurde es in der breiten Öffentlichkeit bekannt, wie schnell man eine Mayo selber machen kann, indem man jetzt auf diese Zutaten, Senf mal in Anführungsstrichen abgesehen, 200 Milliliter Öl drauf kippt, dann unten reinhalten, drücken und dann ganz langsam hochziehen. Und innerhalb von einer Minute ist die Mayo fertig. Da ich nicht so viel Mayo brauche, mache ich es langsam, denn ich möchte gucken am Ende, wie die Soße ist. Denn ich möchte ja eher einen soßigen Charakter haben und nicht die Mayonnaise in der Festigkeit bis zum Schluss haben. Los geht's! Das duftet sofort. So, dann werde ich jetzt eine Tomate aufschneiden. Und fertig. Mehr brauchen wir dafür nicht. Und jetzt heißt es, warten, bis die Burger fertig sind. So. Davon träumen unsere Dschungelkandidaten momentan. Wo wir gerade beim Thema sind, Larissa ist ein Knaller, oder? Am Anfang dachte ich, und ne, das ist sie immer noch, total durch den Wind. Die ist total fertig mit der Welt. Aber mittlerweile finde ich die richtig klasse. So, ihr Lieben. Salatblatt, ein bisschen davon, ein Klecks von der wunderschönen Mayo und das andere Salatblatt obendrauf und leicht einschlagen. Fertig. Die Salatblätter sind leider zu klein. Im Endeffekt, sorry, habe ich wahrscheinlich nicht so richtig aufgepasst. Für mich sahen die Größe aus. Beim größeren Salatblatt kann man die komplett einschlagen. Das sieht dann wesentlich schöner aus. Und dann sind sie komplett eingeschlagen. Man sieht es dann nicht mehr. Leute. Wow. Richtig toll. Aber geschmacklich. Richtig ein Knaller. Die frische Mayonnaise, der Salat, der Burger, richtig klasse. Und jetzt überlegt euch mal, und genau das ist, was ich euch ja nur zeigen will, die Variationsmöglichkeiten, die uns hier bieten, die sind ja unglaublich. Wir müssen nicht nur Beef nehmen, also Rindfleisch. Wir können auch genauso gut Pute nehmen oder vielleicht ein Lammhackfleisch. Aber selbst da, wir müssen nicht unbedingt Hackfleisch nehmen. Wir können es auch zum Beispiel mit einem Stück Käse oder mit einem Stück Fisch machen und dann einschlagen. Tolle Soße dazu, die Variationsmöglichkeiten hier bei dieser Sache ist unglaublich. Ich finde es klasse, ist eine tolle Idee und ich wünsche euch viel Spaß dabei, wenn wir nachmachen. Macht's gut. Ciao.